Miss Myers vielleicht? Ich sage immer Myers, aber offenbar scheint sie ja Myers zu heißen. Miss Myers scheint bei den Ermittlungen keine große Hilfe zu sein. Vermutlich ist sie mit ihren Gedanken bei ihrem Verlobten. Gut, okay, hier können wir also nichts machen. Ich weiß nicht so richtig gerade, wie wir jetzt weiterkommen. Was hat es uns eigentlich gebracht, dass wir die Flasche zerschossen haben? Mal ehrlich, also... Sollen wir ihm jetzt irgendeine neue Flasche bringen, in der irgendwas anderes drin ist als Wasser? Oder wie soll das jetzt ablaufen? Nein, oh Mann, jetzt habe ich wieder da drauf gedrückt. Shit. Ach nein, er ist doch zum Vorderdeck gegangen. Wunderbar. Okay, die Flasche ist immer noch platt. Breit, wie auch immer. Was ist denn? Inspektor Legrand vernimmt jetzt die ersten Passagiere im Salon. Und? Es wird noch Stunden dauern, bis er sich mit unserem blinden Passagier beschäftigt. Und? Wir könnten Zeit sparen, wenn ich mich mal mit ihm unterhalte. Wir könnten auch Zeit sparen, wenn Sie mich dieselben Dinge nicht mehrfach fragen würden. Ich lasse Sie da nicht rein. Wie spät ist es überhaupt? Haben Sie noch einen Termin? Nein, aber Hunger. Holen Sie sich was. Ich passe so lange auf die Tür auf. Haha. Aber Sie könnten mir was holen. Was wollen Sie denn essen? Irgendwas. Einen Apfel oder so. Im Salon stehen Ham & Eggs. Die darf ich nicht. Cholesterin? Sergeant Mills. Hm? Er ist für die Fitness meiner Einheit zuständig. Und er kann sehr verletzende Sachen sagen, wenn man ein paar Pfund zu viel auf den Rippen hat. Verstehe. Ich schau mal, was sich machen lässt. Danke. Hast du bestimmt schon ein paar Mal gehört, würde ich sagen, ne? Okay, wir sollen also für Constable Oliver jetzt einen Apfel besorgen. Na dann. War jetzt nicht ganz das, was ich dachte eigentlich, aber naja, mal schauen. Vielleicht lässt sich ja doch mal was auftreiben. So, hat sich jetzt was geändert vielleicht dadurch im Salon? Sieht nicht wirklich danach aus, ne? Aber wieso zeigt es jetzt eigentlich die Perspektive? Die hat es vorhin nicht gezeigt irgendwie. Nimm etwas zu essen. Natürlich, mach das. Ab geht's, komm. Egal, was Constable Oliver will, er bekommt Ham & Eggs. Das Grinsen ist schön, dieses sehige Lächeln. Gönnen Sie dem guten Constable noch etwas Salz. Oh, der ist so gemein. Der ist so fies. So. Ja, und jetzt hat er keine Wasserflasche mehr, um sich da... Constable Oliver? Um seinen Durst zu löschen. Das heißt, er muss einmal Ham & Eggs. Aber ich soll doch nicht. Ich sehe niemanden hier, der Ihnen Vorwürfe machen würde. War eine harte Nacht. Auch wieder wahr. Lecker. Ordentlich Salz. Das war sehr korrekt von Ihnen. Sie glauben doch nicht, dass ich mich jetzt auch noch um Ihr dreckiges Geschirr kümmere. Oh, natürlich nicht, Eure Majestät. Könnten Sie mir etwas zu trinken besorgen? Die Ham & Eggs waren ziemlich salzig. Tut mir leid, ich muss bei meinen Ermittlungen vorankommen. Auf Wiedersehen. So ein Drecksack. Okay, da hat sich das Problem wahrscheinlich... Mal sehen, wie lange er dem Durst widerstehen kann. Genau, das Problem hat sich wahrscheinlich gleich erledigt. Wir gehen einfach mal aus dem Bildschirm raus. Ach, er geht sofort, das ist auch schön. Das war nicht sehr lang. Gut, haben wir es geschafft. Gehen wir mal zum blinden Passagier. Zum blinden Passagier, wollte ich sagen. Nervös? Das wäre ich an deiner Stelle auch. Okay. Erstmal fragen, wer er denn überhaupt ist. Wer bist du? Mein Name ist Adil. Und Ihrer? Wachtmeister Zellner. Warum hast du dich aufs Schiff geschlichen, Adil? Ich wollte zurück nach Hause. Du bist Ägypter? Dachte ich mir schon. In Italien gibt es keine Arbeit für mich. Ich möchte meine Familie wiedersehen. Und weil du kein Geld hattest, hast du dich aufs Schiff geschlichen. Und wenn schon? Dann warst du es also, der mich niedergeschlagen hat. Ich? Niemals! Nein? Wo warst du denn, als ich niedergeschlagen wurde? Ich...
Ich konnte nichts auf die Reise mitnehmen. Da habe ich mich in die Küche geschlichen und mir einige Konserven genommen. Interessant. Und woher weißt du, wann ich niedergeschlagen wurde? Ich dachte gestern, kurz bevor die Fahrt losging. Die Beule nehme ich persönlich. Was hattest du gestern Abend an Deck zu suchen? Ich hatte mich den ganzen Abend versteckt. Ich wollte raus in frische Luft schnappen, die Sterne sehen. Aber dann wurde plötzlich Jagd auf mich gemacht. Warst du in einer der Kabinen? Nein. Hast du jemanden an Deck oder auf dem Dach gesehen? Nein. Und nachdem wir dich verhaftet haben? Der englische Polizist hat mich in diese Zelle gesteckt. Dann ist er verschwunden. Seitdem sitze ich hier. Und dir ist auf dem Weg hierher nichts aufgefallen? Nein, nichts. Was ist mit dem Schuss? Hast du den auch nicht gehört? Doch, der englische Polizist hat mich abgeführt. Wir haben einen Knall gehört und uns umgeschaut. Und weiter? Dann hat es der Bobby eilig, mich loszuwerden. Er hat mich fast die Treppe hinuntergestoßen und hier eingesperrt. Er verschwand und kurze Zeit später ging der Alarm los. Konstabler Oliver war nicht mehr bei dir, als der Alarm losging? Nein, ich hatte Angst, das Schiff würde sinken und ich säße hier wie eine Ratte in der Falle. Ja, aber der Alarm hat doch nichts zu bedeuten gehabt, oder? Die Baronin ist doch schon vorher getötet worden. Mir fällt es schwer, auch nur ein Wort von dem zu glauben, was du mir hier erzählst. Ja? Weil ich Ausländer bin? Eher, weil du seit gestern Abend unsere Sprache gelernt zu haben scheinst. Akzentfrei. Ach, glauben Sie doch, was Sie wollen. Stimmt, der hat ja eigentlich erst ziemlich gebrochen geredet, oder? Als sie den geschnappt hatten. Hatte der da überhaupt was gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Wer hat dich dafür bezahlt, uns alle abzulenken? Was? Du läufst über das Deck und lässt dich dabei beobachten. Alle machen Jagd auf dich und in der Zwischenzeit kann dein Partner in aller Ruhe die Baronin erschießen. Nein, ich habe nichts gemacht. Ich wollte niemanden ablenken. Ich will doch nur nach Hause. Du bist ein Lügner und noch nicht einmal ein sonderlich guter. Aber Sir, ich sage die Wahrheit. Und ich bin der Rabe. Inspektor Legrand wird sich mit dir befassen. Er lügt wie gedruckt, aber er weiß vermutlich wirklich nichts über den Mord. Sehr enttäuschend. Also muss ich weiter nach Hinweisen suchen. Was mich momentan am meisten interessiert, ist der Schuss, der hier im Frachtraum gestern Abend abgefeuert wurde. Ich habe jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden, warum er jetzt so fest davon überzeugt war, dass er lügt. Also das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Aber wir gucken erstmal so rum ein bisschen. Der Frachtraum scheint auch als Umkleide für die Besatzung zu dienen. Das klingt gut. Zumindest für den Teil, der seiner Arbeit nicht den weißen Uniformen nachgeht. Hier habe ich Glück. Das Schloss ist eingedrückt. Schauen wir doch mal, was wir so kriegen können. Ein ölverschmierter Oberrohr. Und hier eine alte Werkzeugkiste. Sehr schön. Da können wir doch bestimmt was finden, um die Tür zu öffnen von der Kabine von Inspektor Legrand. Okay, ich mache aber mal ganz kurz eine Pause und bin gleich wieder da. Wir sehen uns. So, da bin ich auch schon wieder und dann wollen wir mal weitermachen, indem wir die Werkzeugkiste betrachten. Die hat schon viel mitgemacht. Kaum noch Farbe, ganz verbeult. Und der Deckel wird nur von einem Draht dicht gehalten. Oho. Ich nehme ihn mit. Mehrere Schraubenschlüssel, etwas Stahlwolle, ein verschmierter Lappen und hier, ein Schraubenzieher. Perfekt. Da sind wir jetzt eigentlich für alle Eventualitäten bewaffnet. Den Draht können wir gleich benutzen, um in die Kabine von Inspektor Legrand zu schauen. Und den Schraubenzieher weiß ich noch gar nicht, aber da finden wir bestimmt auch noch eine Verwendung für. Kann nie schaden, einen Schraubenzieher dabei zu haben. Ich habe den Schraubenzieher. Mehr brauche ich nicht. Okay. Wer immer geschossen hat, er hat diese Kiste getroffen. Wollte mich der Schütze nur einschüchtern? Oder vielleicht hat er das Projektil gebraucht? Hä? Es ist nichts zu erkennen. Falls das Projektil noch im Holz steckt, ist es zu tief drin, um es mit dem Finger zu erreichen. Okay, können wir vielleicht mit dem Schraubenzieher das rausziehen? Na, ich glaube, das Projektil steckt tatsächlich noch im Holz. Sehr gut. Ich bin kein Waffenexperte, aber auf den ersten Blick würde ich sagen, dieses Projektil sieht genauso aus wie das, was Dr. Gebhardt mir für Legrand mitgegeben hat. Das hieße, der Mörder hat vor dem Mord hier im Frachtraum herumgeballert. Aber wieso?
okay. Wollte er lediglich die Funktionstüchtigkeit seiner alten Pistole prüfen? Oder steckt mehr dahinter? Und stammt die Kugel tatsächlich aus derselben Waffe? Das kann ich nur in Legrands Kabine überprüfen. Okay, das klingt jetzt aber eigentlich fast so, als ob jemand einen auf die falsche Fährte bringen wollte, indem zwei Kugeln fehlen und man dann halt eben diese Annahme trifft, dass der Tatzeitpunkt nicht der tatsächliche Tatzeitpunkt ist. Ne? Sodass auch Leute, die dabei waren, dann ins Visier kommen. Denn es fehlten ja bloß zwei Patronen und eine ist hier verschossen worden und die andere dann in der Kabine. Also irgendwie ist es doch ein bisschen merkwürdig, es sei denn natürlich, der Täter hat, also wir gucken nochmal hier, der Täter hat irgendwie nachgefüllt dann. Der junge Mann lügt wie gedruckt, so viel ist klar. Mehr nicht? Er kann mit dem Mord nichts zu tun haben. Als wir den Schuss gehört haben, war er in Gewahrsam von Konstabler Oliver. Und dass die beiden zusammenarbeiten, kann ich mir nun gar nicht vorstellen. Er dürfte für die Beule an meinem Hinterkopf verantwortlich sein. Und vielleicht hat er auch ein paar Dinge vom Buffet stibitzt. Aber mit einem kriminellen Genie haben wir es hier wohl nicht zu tun. Schade, ich hatte mir von dem Verhör mehr erhofft. Soll Legrand sich weiter mit ihm befassen? Soll Legrand die Drecksarbeit machen, genau. Das fängt auch schon so an. Okay, schauen wir mal hier hinten noch ein bisschen. Frachtraum können wir später verlassen. Können wir nochmal schauen, ob wir hier noch irgendwo was haben, was ein bisschen nützlich werden könnte. Das Auto können wir uns gar nicht anschauen, okay. Hier ist jetzt auch nichts. Vielleicht im hinteren Teil? So, Truhe. Können wir gleich noch betrachten. So, hier haben wir ja damals festgehangen, gefesselt. Allerdings, hier gibt es noch die Kiste, okay. Gut, die Truhe und die Kiste, mehr gibt's nicht. Ich könnte eine der Sägen als Andenken mitnehmen. Andererseits würde ich dann jedes Mal an die Beule und meine nicht ganz elegante Befreiungsaktion erinnert werden. Will ich das? Aber vielleicht kannst du eine Säge gebrauchen. Na gut, schauen wir uns noch die Truhe an. Jemand hat die Truhe wieder ins Regal gestellt. Ob unser junger Freund oder jemand anderes, kann ich nicht sagen. Muss unbequem sein, darin zu reisen. Selbst wenn man schlank und jung ist, wie unser Gast drüben in der Zelle. Ja, deswegen ist er ja auch irgendwann rausgekommen. Okay, hat sich das auch erledigt. Mehr gibt's hier also nicht. Ich glaube, der Frachtraum war wirklich einfach nur dazu da, um an die... Könntest du jetzt vielleicht hier irgendwie mal den Bildwechsel erzeugen? Um an den Schraubenzieher und den Draht zu kommen. So, wenn du jetzt noch irgendwie... Dankeschön. Es ist manchmal ein bisschen merkwürdig mit dem Bildwechsel. Das verstehe ich immer noch nicht so richtig. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu Inspektor Legrands. Huch, Kabine. Das ist doch wohl... Ich habe die Tür unbewacht vorgefunden und wollte nur nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Das können Sie Legrand erzählen. Er hat ausdrücklich verboten, dass jemand vor ihm mit Zeugen spricht. Tja, hat er Pech, ne? Also schön. Gehen wir zu Legrand und erzählen ihm, was vorgefallen ist. Sie haben zunächst gemütlich geschlafen und dann auch noch die Tür unbewacht zurückgelassen. Also, gehen wir? Nee, lassen Sie mal. Aber dass mir das nicht nochmal vorkommt. Natürlich nicht. So, schön gekontert, muss ich sagen. Gut gekontert. Okay. Ich würde sagen, wir geben erstmal die Zwille zurück, denn die brauchen wir nicht mehr. Hatten wir damals, glaube ich, auch schon gemacht, ne? Mit dem, mit der Holzpistole? Was ist? Wie hast du deine Zwille zurück? Tatsächlich? Danke. Gerne geschehen. Nur... Du solltest Konstable Oliver auf deine Liste der Leute setzen, die die Zwille besser nicht zu Gesicht bekommen. Ich... Ah, verstehe. Keine Sorge, ich passe auf. Guter Mann. Gut, wunderbar, gefällt mir. Okay, haben wir also unser Versprechen eingehalten? Können wir die Steinchen ihm vielleicht auch noch... Nee, okay. Die sind jetzt sinnlos in unserem Inventar. Das Projektil ähnelt dem, das Dr. Gebhardt aus der Leiche der Baronin entfernt hat. Aber Gewissheit habe ich erst, wenn ich es in Legrands Kabine unter dem Mikroskop untersucht habe. Okay, gut. Deutet alles darauf hin, wir müssen unbedingt in Legrands Kabine und genau das tun wir jetzt auch.
So, mal ein bisschen beschleunigen hier das Ganze. Okay, hier drüben hat sich ansonsten nichts großartig geändert. Von daher bleibt eigentlich nur ein einziger Weg offen, den wir hier gehen können.